Hallo, ich bin Kai von Recording.de. Dieses Video ist begleitend zum Testbericht Softube Modular. Modular, das ist ein virtuelles Modularsystem von Softube und es beinhaltet Emulation von Döpfer und IntelliJ Designs. Und es werden mit Sicherheit noch mehrere Hersteller oder Module mehrerer Hersteller emuliert. Und das Modularsystem klingt verflucht analog. In dem unten stehenden Testbericht geht es total ins Detail. Und in diesem Video will ich euch eigentlich nur zeigen, wie schnell man mit Softube Modular arbeiten kann und wie schnell man entsprechend auch zu coolen, kräftigen, analogen Sounds kommt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kurzen Video. Okay, ich habe jetzt hier in Ableton Live schon das VST Softube Modular geladen und ich werde jetzt mal nach und nach so ein Patch bauen, was als Drohnensound einfach immer irgendwelche Klänge von sich gibt und die dann aber im Stereopanorama, also links und rechts, irgendwie unterschiedliche Modulationen haben sollen. Also es soll sehr lebendig klingen und ein bisschen sphärisch. Ich fange an, indem ich unter Module Add erstmal ein Modul hinzufüge, und zwar den VCO von Döpfer, einen Oszillator. Und ich kann jetzt hier mit so einer Sinuswellenform schon direkt in den Main-Output reingehen. Man hört auch schon direkt die Wellenform. Gleiches kann ich hier mit der Dreieckwellenform machen. Upsala. So. Rechteckwellenform. Sägezahn. Ich möchte die ganzen Wellenformen mischen können, deswegen nehme ich einen Mixer, das Audio Mix Modul. Den nehme ich und dort ziehe ich alle Wellenformen in die Eingänge rein. Ich lasse das hier mal laufen, dann hört ihr das auch. So, jetzt kann ich die ganzen Wellenformen schon mal miteinander mischen. Jetzt brauche ich aber noch eine Noteneingabe. Also in Ableton Live zeichne ich jetzt mal hier einfach wild so ein paar Noten ein. Die müsste er dann ja schon abspielen, ne? Mal sehen. Passiert noch nichts. Das hängt damit zusammen, dass ich in Softube Modular erst ein Modul brauche, was die eingegebenen MIDI-Signale in CV-Signale umwandelt. Das heißt dann einfach entsprechend MIDI to CV. Dieses Modul empfängt jetzt die MIDI-Daten und die werden jetzt in CV-Signale umgewandelt. Und wenn ich jetzt hier mit dem Ausgang Node einfach hier in den Oszillator reingehe, dann passiert Folgendes. Jetzt hört man auch schon die Sequenz, die ich so eingegeben habe. Jetzt will ich allerdings nicht so eine Sequenz. Ich könnte das natürlich jetzt auch von meinem Keyboard direkt anspielen. Ich möchte jetzt einen anderen Sequencer nutzen, und zwar, ich könnte jetzt einen Sequencer von Softube Modular nehmen, zum Beispiel diesen hier. Das mache ich aber nicht, denn ich will euch jetzt demonstrieren, dass man, weil es sich um ein VST-Plugin handelt, dass ich jetzt auch ganz normale MIDI-Effekte nutzen könnte oder auch Max4Life-Effekte, wie zum Beispiel Skinnerbox Timesting. Das ist nämlich ein so zufallsbasierter Sequencer. Ich kann jetzt hier einfach irgendwelche zufälligen Noten generieren. Ich könnte jetzt mit einem MIDI-Effekt Scale auch das Ganze noch auf die Tonart beispielsweise C-Moll begrenzen. Ich kann das Ganze noch ein bisschen langsamer laufen lassen. Und so nach dem Schema möchte ich so diesen Drone-Sound haben. Es werden immer irgendwelche Noten wiedergegeben, aber der Sound ist konstant. Okay, um die Noten habe ich mich jetzt schon gekümmert. Dann brauche ich jetzt noch einen Filter, der als zentrales Klangformungselement dienen soll. Und dafür nehme ich den Corgasmatron 2 von IntelliJ Design. Hierfür muss ich den Ausgang einfach in den Eingang A reinziehen. Also Eingang A, das ist Filter A, und Eingang B ist Filter B. Und ich möchte den einen Filter für das linke Panorama und den anderen Filter für das rechte Panorama nutzen. Deswegen Ausgang einmal Filter A und einmal Filter B. Und der Ausgang A geht dann auch hier links rein und Ausgang B geht rechts rein. Jetzt hört man das auch schon. Wenn ich das Ganze jetzt unterschiedlich filter, hat man auch diesen Stereo-Effekt. Okay, jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Hüllkurve, die meine eingegebenen Noten interpretiert, daraus ein Hüllkurvensignal formt und damit den Filter steuert. Das heißt, ich nehme jetzt hier von Döpfer ADSR dieses Modul und ich sage von diesem MIDI to CV Modul, dass er doch bitte das Gate-Signal an die Hüllkurve geben soll. Jetzt kann die Hüllkurve damit arbeiten und der Ausgang von der Hüllkurve wirkt auf die Frequenz vom Filter.
Das muss ich dann hier hinziehen. Output zu FM1, Frequenzmodulation des ersten Filters. Oder generell Frequenzmodulation 1. Und kann ich jetzt auch nochmal hier, upsala, so, für den zweiten Filter. Damit die Hüllkurve immer wieder neu gestartet wird, muss ich einfach nur MIDI zu CV von diesem Modul ein Triggersignal an die Hüllkurve schicken. So, jetzt kann ich schon mal ein bisschen anfangen. Ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen so, dass es ein bisschen verzerrt klingt. Deswegen sage ich mal Q-Driver volle Pulle. Und jetzt spiele ich ein bisschen mit der Resonanz. Q steht für die Resonanz. Jetzt schmatzt das schon ein bisschen. Und ich könnte jetzt noch andere Filtercharakteristiken für die beiden Filter nehmen. Einmal hier ein Bandpass und bei dem anderen ein Bandreject. Der pfeift mir zu doll. Jetzt nehme ich ein bisschen weg. Der ist das. Na, ich nehme dann doch immer lieber einen Lowpass-Filter. So, zum Beispiel so. Und jetzt könnte ich noch einen anderen Oszillator nehmen, der die Frequenz des Filters richtig stark moduliert, damit so metallische, dreckige Töne entstehen. Deswegen nehme ich hier nochmal so einen Döpfer VCO und nehme einfach mal die Sinuswellenform und schiebe sie in den FM2-Slot. Das Ganze kann ich dann hier auch wieder von der Intensität her steuern, positiv oder negativ. Klingt schon ein bisschen abgefahren. Damit ich das Ganze ein bisschen von diesem kantigen Glätte synchronisiere, ich einfach vom ersten klanggebenden Oszillator über eine Sägezahnwelle den zweiten Oszillator, der die Frequenz ja moduliert. Jetzt klingt das schon ein bisschen geglätteter. Okay, jetzt könnte ich noch die Frequenz in Abhängigkeit von den Noten modulieren lassen. Es gibt hier den 1 Volt per Octave Slot und wenn ich jetzt einfach die eingegebenen Noten damit verbinde, dann wird die Frequenz in Abhängigkeit von den Noten moduliert. Das Ganze wird einfach noch ein bisschen lebendiger. Und jetzt möchte ich noch Parameter modulieren lassen, wofür ich jetzt eigentlich gar keinen Slot mehr habe. Und beispielsweise die Resonanz. Also ich finde hier jetzt keine Möglichkeit, dass ich die Resonanz irgendwie modulieren kann. Da wir uns aber in einer DAW bewegen, ist das ja gar kein Problem. Denn ich kann in Ableton Live zum Beispiel einfach mir diesen Resonanzparameter freischalten lassen. Wenn ich hier auf Konfigur, wenn ich das aktiviere, sieht man schon, na, ich muss hier einfach nur ein paar Parameter anwählen und schon kann ich es in Ableton Live dann gleich weiterverarbeiten. Und das mache ich jetzt hier mal mit diesen ganzen Parametern, wofür ich nicht unbedingt jetzt so eine CV-Möglichkeit habe. Auch mal hier für die Decay-Zeit. Und diese ganzen Parameter, die kann ich ja jetzt über zum Beispiel ein Max4Live LFO modulieren. Und genau das mache ich jetzt. Ich nehme jetzt auch wieder von Skinnerbox den Time LFO. Den kann ich nämlich mit dem Swing-Parameter von dem Sequencer synchronisieren. So, jetzt ist er synchronisiert. Und den kann ich jetzt zum Beispiel mit der Cut-Off-Frequenz mappen. Mit einem Delay dazu. Ein bisschen langsamer das Ganze. Andere Wellenform. Für random. Ich könnte das Ganze jetzt duplizieren. Und auf einen anderen Parameter jagen. Zum Beispiel so und wieder duplizieren. Und zum Beispiel auf die Cut-Off-Frequenz jagen. Und so kann ich mir zu einem gigantischen bewegenden Sound erzeugen. Muss man natürlich klanglich so ein bisschen fein abstimmen. Ich mache das jetzt hier in so einem Turbo.
aber im Prinzip verbinde ich jetzt hier irgendwie alle Welten, die mir zur Verfügung stehen. Also ich fange erstmal an, in Softube Modular mir irgendwie so einen Klang zu erzeugen und dann nutze ich dieses mächtige Filtermodul, womit ich viele Klangformungsmöglichkeiten habe. Und wenn mir das Ganze noch nicht reicht, also wenn mir ein paar CV-Ein- oder Ausgänge einfach fehlen, dann ist das alles auch gar kein Problem, denn dann nutze ich einfach die DAW-Möglichkeiten, indem ich mir Parameter in der DAW freischalte und diese dann in Ableton Live beispielsweise über irgendwelche abgefahrenen Max for Live Patches auch wieder moduliere oder auch ansteuere oder eine Tonart festlege. Also das ist halt alles möglich und genau das wollte ich euch einfach nur mit diesem Video demonstrieren, dass das im Prinzip ein Modularsystem im Modularsystem ist. So kann man sich's vorstellen. Okay, das war's. Tja, das war's schon wieder mit diesem Video und ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in Softube Modular bekommen. Ich empfehle euch auf jeden Fall das Ausprobieren der Demo, denn selbst wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt von Modularsystemen, es gibt genügend Presets und es lohnt sich erstens die anzuhören und zweitens lohnt es sich auch einfache Presets einfach mal anzugucken und zu schauen, was wird da eigentlich ganz genau gemacht. Denn so kann man am besten Learning by Doing Softube Modular komplett entdecken und der spielerische Faktor, der ist sehr groß. Also Demo ausprobieren, mehr kann ich dazu nicht sagen. Tschüss!